Hallihallo und moin moin Leute zu einer neuen Episode der News der Woche. Ja, ich bin's wieder, euer Sebastian. Und ich hoffe, ihr hattet bis jetzt ein schönes Wochenende. Heute ist ja Sonntag, heute ist auch noch Wochenende und genießt heute den Sonntag noch. Und ich würde sagen, fangen wir auch mal direkt an, ohne große irgendwelche Vorreden. Ohne große irgendwelche Vorreden. Ja, meine deutsche Grammatik ist heute Morgen mal wieder genial ausgeprägt. Egal, fangen wir mal an. Bis gleich. Fangen wir auch gleich mal an mit dem, ja, ich würde schon fast sagen, Aufreger der Woche. Denn es geht darum, dass SimCity released worden ist am 7. März. Und ja, seitdem gibt es ziemlich heftig massive Serverprobleme. Viele Spieler können das Spiel eigentlich gar nicht spielen, weil man, wenn man SimCity spielen möchte, konstant die ganze Zeit online sein muss. Die ganze Zeit mit dem Online-Server von EA verbunden sein muss. Und da gab es viele Probleme und teilweise konnten Spieler das Spiel gar nicht erst spielen, weil die Serverkapazität von EA vollkommen ausgelastet ist. Und da hat EA jetzt mehr oder weniger mit zwei Sachen darauf reagiert. Erstens haben die gesagt, wir möchten so lange, bis das Spiel nicht mehr, also bis das Spiel nicht mehr funktioniert, das funktioniert ja gar nicht. Funktioniert ja gar nicht. Also, die haben gesagt, bis das Spiel wieder funktioniert. So, jetzt habe ich meinen Punkt auch wiedergefunden. Möchten wir gerne, dass jegliche Werbung für das Spiel abgeschaltet wird. Das heißt, ja, mit der logischen Begründung oder mit der, naja, sympathischen Begründung, sagen wir es mal so, dass man von einem Spiel, das nicht laufen, also von einem Spiel, das nicht laufen würde, dass man von diesem Spiel auch keine Werbung schalten möchte, weil, dass man dieses Spiel halt auch nicht bewerben möchte, weil es halt noch nicht läuft. Und das finde ich eine gute Aktion, logisch, das finde ich eine echt gute Aktion und das zeigt auch, dass die Entwickler von SimCity sich da doch ja, Gedanken drüber gemacht haben, was sie da jetzt eigentlich produziert haben, oder EA, was für Serverkapazitäten sie da jetzt gemacht haben, denn es gab ja auch jetzt schon ein paar Updates für SimCity und die haben jetzt jeweils auch ein bisschen an der Spielmechanik rumgefuscht, ja, und haben ein paar Spielelemente zum Beispiel rausgeworfen, damit das Spiel halt für die EA-Server flüssiger läuft. Und das finde ich eine gute, sympathische Aktion von denen, dass sie jetzt erstmal keine Werbung mehr für das Spiel schalten wollen. Und das Zweite ist, was mich persönlich auch sehr überrascht hat, und zwar wäre das, dass sie angekündigt haben, am 18. März jeden Spieler mit einem registrierten SimCity-Exemplar per E-Mail ein Spiel zukommen lassen. Beziehungsweise, dass man ihnen eine E-Mail schickt, das heißt, man erhält eine E-Mail, wo dann irgendein Spiel drin ist, oder eine Key für ein Spiel oder was auch immer, ja, von einem Spiel aus dem PC-Portfolio von EA. Das heißt, ja, wie das jetzt aussehen wird, ob man sich jetzt ein Spiel aussuchen kann oder nicht, oder ob man, ja, oder ob man halt irgendein Spiel einfach kriegt, ohne dass man sich irgendwas aussuchen kann, das steht logischerweise noch nicht fest, da äußert sich ihr her auch nicht zu, aber Fakt ist erstmal, dass man ein Spiel kriegt, dafür, dass SimCity nicht läuft. Ich kann mir gut vorstellen, dass es der Vorgänger SimCity 4 sein wird, aber das sind natürlich alles nur Vermutungen und bei so Vermutungen bin ich ja immer ein bisschen skeptisch. Okay, machen wir mal weiter. Und zwar geht's jetzt um Age of Empires 2. Age of Empires 2, das Original, ist ja 1999 erschienen. Und ich sag deswegen Original, weil jetzt ein sozusagen Remake kommt. Und zwar jetzt nicht irgendwie groß an der Spielmechanik was verändert wurde, sondern einfach eine HD-Edition. Das heißt mit besseren Texturen, Full-HD-Unterstützung und ja, die Bildschirmauflösung wird logischerweise angepasst. Ne, das Seitenverhältnis wollte ich sagen, genau. Seitenverhältnis wird angepasst, ein paar schönere Texturen wurden drauf geklatscht. Und das Spiel enthält dann auch die Erweiterung The Conquerors. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Ich glaube, ich habe das gerade ziemlich beschissen ausgesprochen. Und man kann es logischerweise auch im Online-Shop, auch im Online-Modus spielen. Und das Ganze wird bei Steam erscheinen und irgendwann im April. Ne? Also die HD-Version von Age of Empires 2 wird irgendwann im April auf Steam erscheinen für 18,99 €. Machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Wir bleiben direkt bei Aufbaustrategiespiele. Denn es geht jetzt um Company of Heroes 2. Wie ihr wahrscheinlich alle wisst, wurde THQ ja zerschlagen, sage ich jetzt mal. Also die einzelnen Spiele von THQ wurden ja an verschiedene andere Publisher weiterverkauft, damit THQ ja halt vernünftig pleite gehen kann, um das mal so auszudrücken. Und Relic Entertainment, also der Entwickler von Company of Heroes 2, gehört jetzt Sega.
Das ist genau der gleiche Publisher wie zum Beispiel auch die Total War Serie. Und Company of Heroes 2 soll jetzt am Ende, soll jetzt Ende Juni 2013 erscheinen, also irgendwann, was weiß ich, irgendwann so gegen Ende Juni. Und deswegen hat jetzt Relic Entertainment auch mal direkt ein paar Infos zu Closed Beta rausgehauen. Ja, die gibt's in Kürze. Das waren die paar Infos. Nein, also sie haben gesagt, bald gibt's eine Closed Beta und wie die Keys verschickt werden oder wer da alles reinkommt, das wird noch nicht genau gesagt. Allerdings kann man da wahrscheinlich noch auf verschiedene Auslosungen und Keyvergaben hoffen. Machen wir weiter mit, nicht mit irgendeinem Aufbaustrategiespiel, sondern mal mit einem komplett anderen Genre. Und zwar The Walking Dead. Und zwar nicht die Fernsehserie, sondern das Spiel. Beziehungsweise nicht das Spiel, sondern halt diese... Also es ist ein Spiel, mein Gott. Es ist ein Adventure, das wollte ich sagen. Denn es gab ja die erste Staffel von dem Adventure mit, weiß ich gar nicht mehr, wie viele Episoden. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, 3 oder 4 Episoden gab es dafür. Ich weiß es nicht. Ich habe es um echt so nie gespielt. Und bis jetzt wurde ja so angenommen, dass die zweite Staffel, also die Season 2, erst 2014 erscheint. Allerdings wurde das jetzt dementiert und Telltale Games, oh, das sind die Entwickler davon, die haben schon gesagt, das kommt jetzt schon im Herbst 2013. Und das bedeutet, ab Herbst 2013 kann man wieder richtig schön Zombies jagen und eine wunderschöne Story genießen mit verschiedenen Charakteren, die man, ja, mit denen man sich entweder identifizieren kann oder nicht, oder man kann verschiedene Entscheidungen treffen. Das sind halt so alles die Dinger, die The Walking Dead ausgemacht haben. Und das wird natürlich auch weiter so sein. Machen wir auch mal direkt weiter mit Assassin's Creed 3 und zwar, 4, sorry, Assassin's Creed 4 Black Flag. Denn in diesem Spiel kann man auch Wale jagen und deren Fleisch oder deren Häute dann halt auch weiterverwenden, so ähnlich wie schon bei Assassin's Creed 3 war. Und ja, jetzt kommen natürlich wieder diese Standard-Fuzis, ja, und zwar diese Peter-Fuzis, die kommen jetzt. Das ist, Peter ist ja diese Tierrechtsorganisation, die auch schon sich bei Battlefield 3 aufgeregt hat, weil man da in der ersten Mission eine Ratte tötet, die sich einen in den Weg stellt. Hallo, das ist vielleicht Selbstverteidigung, wenn sich so eine Ratte einen in den Weg stellt und einen Finger beißt sogar, ja. Ja, auf jeden Fall hat sich jetzt die Peter wieder tierisch darüber beschwert. Nämlich mit der Begründung, dass in einem Actionspiel Assassin's Creed 4 der Walfang glorifiziert werden würde. Also ganz dramatisch wurde das dargestellt. Und Ubisoft hat darauf eigentlich ganz cool reagiert. Und zwar haben sie das gesagt. Ich lese jetzt mal hier vor, das ist jetzt ein Zitat. Weltgeschichte ist in Assassin's Creed unser Spielplatz. Assassin's Creed 4 Black Flag ist eine rein fiktive Geschichte, die Ereignisse während der goldenen Ära der Piraterie beschreibt. Wir billigen keinen illegalen Walfang, wie wir auch den Lebensstil von Piraten, inklusive mangelnder Körperhygiene, Plündern, dem Entern von Schiffen und ausschweifender Alkoholorgien nicht billigen. Ja, das heißt, die antworten darauf so ein bisschen mit Humor. Ich persönlich finde, man kann darauf auch nur mit Humor antworten. Man kann die Peter-Fuzis eigentlich nicht ernst nehmen. Weiß ich kann mich da auch gar nicht drüber aufregen. Ich finde das immer so total lustig, wenn die sich dann tierisch drüber aufregen. Weil ganz ehrlich, wenn ich doch jetzt als Beispiel jetzt Assassin's Creed 4 spiele und da Wale fange, dann werde ich doch jetzt nicht sofort irgendwo, was weiß ich, nach Japan gehen oder so, mich auf ein Schiff setzen und sofort Walfänger spielen. Also, ich weiß auch nicht, ich will mich da jetzt auch gar nicht weiter drüber auslassen. Ich will das noch beleidigen hier, da habe ich eigentlich auch keinen Bock drauf. Machen wir mal weiter mit einer Ankündigung. Und zwar Thief 4 wurde angekündigt. Für alle, die es nicht kennen, Thief, das ist ein Diebspiel, sage ich mal ganz schön, in dem man halt durch eine Stadt schleichen kann und verschiedene Missionen machen muss und dann halt irgendwo einbrechen kann und alles so ein bisschen stealth-mäßig. Ja, ich kann das, glaube ich, ganz schlecht erklären. Am besten man guckt sich das einfach mal auf YouTube oder was weiß ich, liest sich da mal irgendwelche Tests zu durch. Auf jeden Fall wird das jetzt angekündigt. Wann es genau rauskommt, das ist noch nicht ganz klar. Allerdings wissen wir schon, dass man wieder Garrett spielen kann, diesen Meisterdieb, der jetzt schon eigentlich immer gespielt worden ist.
Und es gab auch schon ein paar, es gibt auch schon ein paar Screenshots aus dem Game, auch schon ein paar Artworks. Die packe ich euch am besten einfach mal in die Beschreibung. Zumindest so ein, zwei Dinger. Könnt ihr euch da die auch mal angucken. Viel kann man natürlich zu Thief 4 noch nicht sagen. Allerdings, ich freue mich auf jeden Fall drauf und werde euch dementsprechend dann auch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ja, so, hier werden wir dann auch schon wieder mehr oder weniger am Ende angelangt. Diese Woche war jetzt ja ein bisschen mehr los als letzte Woche. Letzte Woche war ja echt gar nichts los, aber ich denke, es gab so ein paar schöne Infos und News, die, ja, ich zu euch bringen konnte, wenn man es ganz dramatisch ausdrückt. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Sonntag und morgen einen wunderschönen Start in die neue, schöne Woche. Und ich habe keinen Bock drauf. Naja, okay, dann sehen wir uns im anderen Video, irgendwie, eventuell in Let's Grusel, das ja heute auch rauskommt, weil ich es gestern verpennt, also weil ich es gestern nicht machen konnte. Und dann, bis dann. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.